Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag, jeden Montagabend 2015 auf TV Berlin. Und wir haben heute zu Gast die Abgeordnete der CSU aus Bayreuth, Dr. Silke Launert. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie war es denn so fast am Ende der Sitzungswochen? Ja, Dezember sind noch 2 Wochen, genau, ja, bis 24. Weihnachten. Fällt da schon was runter oder ist man immer noch im großen Streit und weiß nicht, wie es jetzt vorankommt, die Kuh vom Eis kommt? Also entspannend ist es nicht. Ich glaube, wie immer vor Weihnachten ist es eigentlich viel stressiger. Und jetzt kommt natürlich noch diese finanzielle Herausforderung dazu, die das Ganze, glaube ich, ja, ich halte es für eine ganz große Herausforderung, die uns viel Kopfzerbrechen und Sorgen bereitet. Und zwar nicht nur für die Ampelregierung, das kann man ja sagen, wir sind Opposition, das ist, muss nicht unser Interesse sein. Kann sich auch bald ändern, aber in Wahrheit geht es, glaube ich, um viel mehr. Es ist einfach viel Vertrauen auch verloren gegangen in einer Situation, wo eh schon extreme Verunsicherung besteht. Und das merkt man, und ich merke das auch, wenn ich vor Ort unterwegs bin, dass Radikalisierungstendenzen zunehmen. Das ist wie äußert sich das? Verbal gegen Sie? Ja, bei mir hält sich jetzt sicher noch in Grenzen, aber man merkt immer mehr, dass die Leute immer offener sind, AfD zu wählen, erschreckenderweise. Die das schon wählen, sind so überzeugt, dass immer alle anderen Parteien einfach immer alle schlecht sind. Also in einer kompletten Nur-wir-haben-Recht-Mentalität, also diese politischen Grundsätze, dass man Kompromisse machen kann, dass man nicht immer nur Recht hat, die scheint eine Gruppe auch vergessen zu haben. Und das im CSU-Wahlkreis Bayreuth? Ja, auch da. Und auch wirklich Hass, also richtiger Hass, der entsteht, oft gespeist von Unzufriedenheit. Ja, ich persönlich bin schon ein bisschen so an, ich schaue ja immer auch viele so geschichtliche Filme, habe mich immer interessiert. So ein bisschen muss man schon an Anfang der 30er Jahre denken, ne? Diese Zersplitterung, dass jede Gruppe nur noch Recht hat und mit aller Macht und Hass mobilisiert. Bedenkliche Situation. Ja, Sie sind ja nun Juristin, Sie waren Richterin. Reicht denn unser Strafrecht aus, um die Auswüchse, die Gewalttätigkeiten, die Bereitschaft zur Gewalttätigkeit mit juristischen Mitteln kleinzukriegen? Grundsätzlich reicht das Strafrecht eigentlich aus. Die Frage ist nur, wie wendet man es an? Es gibt ja immer einen Strafrahmen, also zum Beispiel Geldstrafe bis Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, bei jetzt einer einfachen Körperverletzung. Und man merkt halt doch, wie schwierig dann die Beweissituation ist, wie großzügig man erstmal mit dem Ersttäter, dass man erst, ne, mal ganz unten anfängt und vielleicht am Anfang und sogar noch ein Auge zudrückt. Und so. Ja, das ist natürlich irgendwo auf der einen Seite auch gut gemeint und sicher für einen Einzelfall auch mal verständlich. Aber ich würde mir schon manchmal wünschen, dass wir schon eher in die Mitte der Strafrahmen auch mal reingehen. Wir sind da ein bisschen noch zu kuschelig. Ja, Sie waren ja nun selber Richterin. Kam Ihnen das dann auch da zu kuschelig vor? Und haben Sie auf dem Juristentag mal gesagt, in einigen Dingen ja. Also Bayern ist ja noch ein bisschen strenger oft. Also hat ja auch gewisse Orientierungsregeln, zum Beispiel beim Diebstahl. In welchem Wertumfang ist denn das Objekt? Und da hat man so eine Orientierung, in welchem Bereich befinden wir uns da beim Ersttäter. Also gibt schon gewisse Vorgaben. Zu kuschelig ist es sicher bei einigen Sexualdelikten immer, auch was Kinder anbelangt. Da gab es ja auch in den letzten Jahren zum Glück Nachbesserungen. Zu kuschelig ist es manchmal wirklich auch bei Gewaltdelikten. Oft gibt es ja diesen Vorurteil, bei Gelddelikten wird schneller hart bestraft, weil ein Raub halt mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe ist, wie bei Körperverletzungsdelikten, wo ja auch die Opfer ganz oft schreckliche Traumas davon haben, auch wenn es eine einfache Körperverletzung ist. Ja, und da gibt es schon Situationen, wo man sich auch schon auch manchmal mehr wünscht. Dann wünscht man sich ja auch in der CSU, und jetzt kommen wir auf die politische Ebene zurück, dass da stärker zugegriffen wird, wo Symbole von Organisationen, ich nenne jetzt mal die Hamas-Flagge oder die Palästinenser-Flagge, die eigentlich nicht gezeigt werden dürfen, aber bei jeder Demonstration zu sehen ist. Und die Polizei schreitet ja nicht immer ein.
Braucht es da eine Verschärfung oder wie gehen Sie überhaupt damit um? Ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung in dem Bereich, weil wir auf der einen Seite natürlich die Demonstrationsfreiheit auch erhalten wollen. Das ist wirklich ein wertvolles Gut, müssen, wertvolles Verfassungsgut. Das unterscheidet uns ja gerade zu Diktaturen, wo sowas nicht möglich ist. Auf der anderen Seite aber wir in unserer besonderen Situation natürlich auch schauen müssen, dass es nicht zu Radikalisierungen kommt. In einigen Ländern haben wir, Regionen Deutschlands haben wir ja schon jetzt Demos gehabt, die ganz klar islamistisch auch waren und wo, glaube ich, ein freiheitlicher Staat schon sagen muss, wirklich, da müssen wir klare Kante zeigen, da müssen wir auch, ich persönlich bin immer noch wie so ein Freund davon, von kurzen Inhaftierungen, ehrlicherweise, recht schnell. Und dann, also natürlich müssen wir innerhalb von, meinen Sie nur nicht von, die Länge der Evangelisierung, sondern die Dauer ganz des kurz, Verfahrens. Genau, und dann Vorteil. Möglichst schnelle Kurzentscheidung ist natürlich mit Personal auch verbunden. Das sind ja die wahren Probleme, dass wir mit unserem Rechtsstaat natürlich immer alles sehr, sehr lange dauert. Und ich sage mal, die Strafe sollte schon auf dem Fuße folgen. Wenn ich natürlich erst 7 Monate später so ein Mini-Urteil kriege oder auch 2 Jahre später teilweise, ja, dann ist da kein Lerneffekt. Das ist wie bei Kindern ja auch. Ja. Also wenn ein Kind was anstellt und dann passiert nichts und 3 Vierteljahr später erklären sie ihm das, was du damals gemacht hast, was falsch ist, deshalb hast du jetzt Hausarrest. Ja. Also das ist beim Kind. Auch nicht, kann ja. mich gar nicht erinnern. Naja, das ist wohl so. Man war Ihr Ministerpräsident ja letzte Woche in Berlin in der Landesgruppe, in der Fraktion. Das ist er ja nicht so oft. Ab und zu? Ja, wie nimmt er denn Stellung zu dem, was da jetzt passiert? Ich sag mal, Stichwort möglicherweise Neuwahlen durch einen Kanzlersturz. Also er fordert das ja. Er sagt ganz klar, dass er der Meinung ist, dass diese Regierung zwar natürlich versucht, jetzt noch 2 Jahre rumzuwursteln, aber das, was man eigentlich fürs Land im Moment braucht, diese Kraft, diese großen Reformen oder neuen, ja, wie soll ich das sagen, neue Wege einzugehen, dass er nicht glaubt, dass die Ampel diese Kraft hat, da zusammenzuhalten. Ja, aber Olaf Scholz, der Kanzler, glaubt das. Ja, der Olaf Scholz glaubt immer so viel. Ja, der hat ja auch sich das mit dem Haushalt ausgedacht. Das ist immer unglaublich. Also er kann immer irgendwie alles schön reden. Wie kommt sowas zustande? Ja. Er sagt, im Bundestag wird er gefragt von Ihrem CDU-Kollegen, sagen Sie mal, wer war denn eigentlich derjenige, der das verbrochen hat? Natürlich weiß der Scholz genau, er war das. Natürlich er war weiß Finanzminister. Er ich weiß auch nicht, wie der immer alles, was er auch selbst mit verbrochen hat, sich hinstellen kann und so tun kann. Dann hat er damit nichts zu tun. Ja. Ich finde, das ist ja eine Gabe irgendwo. Ja. Es kommt bei einigen Wählern, die nehmen es ihnen offensichtlich ab. Allerdings glaube ich, und das ist das wahre Problematische, zunehmend merken Leute, dass das nicht ganz so aufgeht. Ja. Ob das jetzt der Warburg-Skandal ist, ja, wo ich mich immer an nichts erinnern kann. Oder Warburg ist der Cum-Ex. Ja, genau, Cum-Ex-Skandal. Oder ob das jetzt, wenn er sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt endlich mal entbürokratisieren und vernünftig werden. Ich meine, er reagiert seit Ewigkeiten mit, ja, wo ich mich immer frage, schön, dass du es jetzt erkennst. Ist dir bewusst, dass du die ganze Zeit dabei warst? Ja? Ich war das. Das ist, und jetzt das mit dem genauso, mit diesem Haushalt. Ich meine, das war natürlich ein Trick, den er gemacht hat. Das hat er ganz bewusst gemacht. Aber er hat da irgendwie gar kein Unrechtsbewusstsein. Und dann schafft er sich hinstellen und so. Ich was? Nein, nein, nein. Irgendwie die Union, immer die Union, ja. Aber was sagt denn Ihr Ministerpräsident? Er hätte gerne Neuwahlen. Er sagt das ja auch ganz klar. Ne? Er sagt, er glaubt nicht, dass die Ampel in ihrer Verschiedenartigkeit und in ihrer falsch, sie war ja eigentlich falsch eingetütet worden. Ne, das war ja so. Also die Grünen wollten Riesenpakete, um jetzt umzusteigen auf CO2-freie ja, klar, Energien. Gesagt, Hunderte Milliarden kriegst du, genau. Und SPD wollte Bürgergeld kriegst und wollte Bürger noch einmal mehr Kindergrundsicherung und kriegst alles kriegt er. Ne? Mehr Gelder für diese verschiedenen Demokratiefördertöpfe kriegt er. Und die FDP hat gesagt, schwarze Null und keine Steuererhöhung. Da hieß es auch, ja, okay. Ja, kriegst du. Und das ist halt wie immer, ich kann nicht alles versprechen.
Und das war eigentlich das wahre Problem. Und er hat es nur finanzieren können, der Scholz, letztlich mit seinem Trick, indem er da Gelder umbuchen. Es ist ja nicht nur die 60 Milliarden rückwirkend Kredit für das letzte Jahr aufgenommen und umgebucht, sondern es war ja auch noch die 48 Milliarden Flüchtlingsrücklage. Also da hat er gedacht, da habe ich einen Puffer von 100 Milliarden, das ist gigantisch, da schaffen wir das schon irgendwie alles. Ja, aber A war das immer zu wenig. Wir hatten es immer gerügt, dass das nicht durchfinanziert ist und haben... Ja, dann natürlich auch dieses Umbuchen gerügt. Und das Nächste ist natürlich, kam sicher durch die Ukraine-Krise dieser Gasstopp mit den immensen Auswirkungen dazu. Und dann fliegt es halt um die Ohren. Also das ist so, wie wenn ich ein Haus baue privat. Ich sage immer, ich verstehe nicht, wieso viele glauben, dass der Staat so komplett anders läuft, mit anderen Regeln, wie eine normale Familie. Wenn ich ein großes Projekt habe, ich nehme an, kaufe eine Eigentumswohnung oder ich will mir ein Haus bauen, dann weiß ich, dass ich halt mal ein paar Jahre das nicht sofort mache, sondern über 19, 20, 30 Jahre abzahle und gleichzeitig die ersten Jahre ständig nur mit Eigenleistung hantiere, ständig auf Urlaub verzichte, auf Klamotten verzichte, dass ich nicht auch noch 1000 Extrawünsche haben kann. Das weiß jeder normale Mensch. Aber bei der Ampel geht alles. Und dann wundern wir uns, wenn es halt jetzt um die Ohren fliegt. Und was natürlich jetzt schon das Zeichen der Zeit ist, wir müssen, und das macht die Ampel meiner Ansicht nach viel zu wenig, sie hat es ja auch nicht gelernt, auch aus dem Urteil, nach dem Urteil, also keine Demut, keine Einsicht, jetzt nur Schuldenbremse abschaffen, Geld wieder irgendwo herkriegen ohne Ende. Also sie haben es nicht verstanden, meiner Ansicht nach, dass ich mich fragen muss, was ist prioritär, was kann ich mir leisten, wie kann ich es effektiver erreichen. Und darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter mit Dr. Silke Launert, CSU-Abgeordneter aus dem schönen Wahlkreis Bayreuth. Ja. Ja? Und letztes Mal habe ich gefragt, haben Sie schon mal in der Oper mitgesungen? Nein. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich nicht im Festspielchor bin. Ja. Ich wollte es nur noch mal hören. Entlocken. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unserer Sendung aus dem Bundestag und zu Gast ist Dr. Silke Launert von der CSU Wahlkreis Bayreuth. Singen tut sie nicht, im Chor auch nicht, aber politisch sehr aktiv. Was würde sich denn ändern, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe? Dann würden ja die Probleme sich nicht verändern, auch nicht über Nacht, die würden sich gar nicht ändern. Das heißt, das 60 Milliarden Loch bleibt bestehen und wenn dasselbe Ergebnis rauskommt, so wie jetzt, nur die Rechten noch stärker und die SPD verschwindet nach 5%, dann ist ja auch nichts gewonnen. Ich glaube, ein großer Unterschied wäre natürlich zunächst schon mal, dass der Kanzler wahrscheinlich nicht Olaf Scholz wäre. Ja, wahrscheinlich ist schon kritisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Olaf Scholz wäre. Ich hoffe es auch ehrlicherweise, denn auch wenn er politische Erfahrung hat und sich mit Tricksen auskennt, er kann nicht kommunizieren. Und in so einer Krise muss ich die Leute mitnehmen. Ich muss erklären, was ich mache und ich muss auch Perspektiven den Menschen geben und Hoffnung geben. Und irgendwie, ich fühle mich jetzt nicht nur als Politiker, sondern ich fühle mich als normaler Bürger auch völlig verunsichert und irgendwie, Entschuldigung, wenn ich es direkt sage, so ein bisschen verarscht. Wenn die so tun, als wäre nichts. Also jeder, der so ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, weiß, dass das eine bedrohliche, finanziell große Herausforderung ist. Und da muss ich sagen, was geht, was nicht geht. Ich muss besser kommunizieren, besser klären. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Energiepolitik ist natürlich das Hauptproblem. Die großen Dimensionen, die wir haben. Wir haben extrem hohe Einnahmen. Wir reden von rund 450 Milliarden Einnahmen. So viel hat man noch nie. Das ist ein großer Betrag. Man muss doch dann gucken, wo kann ich effizienter arbeiten. Das, was wir im Moment erleben, die Ampel, wir wollen schnell, schnell, schnell alles umbauen. Und da, wo es jetzt nicht funktioniert, da bezuschussen wir das mit ganz viel Steuergeld. Das ist doch klar, dass es nicht funktioniert. Also der Ansatz muss sein, wie kann ich Energie
vermehren, damit die Preise durch den Markt von Natur aus runtergehen, dass ich nicht permanent über Jahre alle Unternehmen und Privathaushalte subventionieren muss. Da sind wir schon mal in einem erheblichen Milliardeneinsparpotenzial. Für uns natürlich eine große Forderung, dieses Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz. Das muss gestoppt werden. Wirklich, es ist nicht durchdacht, es ist nach wie vor viel zu große Herausforderung. Die Diskussion ein bisschen ruhig geworden, weil man jetzt den schwarzen Peter den Kommunen zugeschoben hat. Aber glaubt im Ernst einer, dass die Kommunen innerhalb weniger Jahre das Geld haben und die Möglichkeiten, so viel auf diese Fernwärme umzusteigen? Also das Problem landet doch wieder bei den Bürgern, erst bei den Kommunen und wenn sie es nicht auf die Reihe kriegen, bei den Bürgern. Und dann haben wir dieselben Diskussionen, die wir jetzt Anfang des Jahres hatten. Ist ja noch nicht gelöst. Also das heißt, auch da sparen wir nicht nur fast 20 Milliarden in Anführungsstrichen erstmal. Auch da muss es eine Reform geben. Oder wir sind dafür, das abzuschaffen. Dann kommt natürlich hinzu die Planungssicherheit. Ich glaube, dadurch, dass die drei nicht wirklich zusammenpassen und nicht eine große, stabile Mehrheit sind, sondern die FDP die Opposition in der Regierung ist und die Linken meinen, alle Wünsche und irgendwie einer bezahlt, im Notfall Steuererhöhung, alle, die was arbeiten sollen, halt noch mehr abgeben. Ja? Da ist es auch wichtig, dass man sagt, das so kann es nicht funktionieren. Ich brauche zwei, die ein bisschen mehr zusammenhalten und schauen, was geht nicht, ist eine Herausforderung. Ja, und oder deswegen, ja. Deswegen sagt Ihr Ministerpräsident und Parteichef Neuwahl. Ja, wobei das für uns ja auch eine Gefahr ist. Also wir haben ja noch diese Wahlreform, die uns ja auch gefährdet. Also wir können ja auch sogar rausfliegen komplett. Ja. Und trotzdem sagen wir es, warum? Weil wir glauben, dass es in dieser Phase des Landes, dass so viel auf dem Spiel steht, sei es trotzdem die Migrationsbegrenzung, sei es dieses Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die was arbeiten und Bürgergeld, wenn ich 25% Erhöhung habe und die, sagen wir mal, die wenigen im unteren Einkommensbereich sind, die fühlen sich veräppelt. Ja, also sei es da noch einmal nachzuhaken, sei es, indem wir sagen, Heizungsgesetz nicht überfordern, dann eine komplette Reform oder erstmal abschaffen und dann eine neue Sache auflegen. Sei es Energie, natürlich jetzt gut, Atom ist schon fast durch, ja, aber es stimmt doch. Wieso holen wir dieses sündhaft teure Fracking-Gas aus Amerika und diskutieren nicht darüber, ob wir es auch hier machen? Österreich bezieht die ganze Zeit noch russisches Öl. Also wir sind so in vielerlei Hinsicht so größenwahnsinnig geworden. Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Wir retten die ganze Welt und wir bezahlen es und bezahlen es. Und das ist faktisch immer das Geld der Leute, die arbeiten hier in dem Land. Ja, und jetzt müsste doch eigentlich die CDU und die CSU kommen und sagen, das machen wir nicht mehr mit und machen total Opposition. Ja, total Opposition. Wir wollen ja trotzdem, wir sind nicht die, die den mit aller Macht ruinieren wollen. Darum geht es ja nicht. Wir wollen ja hier auch, ja, dass das Land ruiniert. Ja, aber Sie glauben, wenn Sie nicht dabei sind, dann wird das Land drin. Naja, ich denke, wir denken, es wird noch 2 Jahre so richtig rumgewurschtelt und die Zeiten, die laufen uns immer mehr davon. Man sieht es jetzt, die Wirtschaft bricht ein. Auch jetzt wieder führt es zu einer erheblichen Verunsicherung in der Industrie oder auch schauen Sie sich die Baubranche an. Schauen Sie sich das an, was da für eine Verunsicherung wieder da ist. Jetzt weiß wieder keiner, gibt es jetzt die Förderprogramme nicht oder... Ne? Es wird nicht mehr gebaut. Es wird nicht mehr gebaut, was ein Riesenproblem ist. Das ist nämlich in Wahrheit einer der größten sozialen Fragen überhaupt. Und vor allem, wenn dann die einen die Wohnungen komplett bezahlt bekommen und die anderen sündhaft teure Mieten zahlen müssen. Das sind aber die, die eigentlich sowieso schon alles am Laufen halten. Da ist die nächste Spaltung. Ja, wann erwarten Sie denn die soziale Implosion? Also ich bin eigentlich immer überrascht, trotzdem wie ruhig alles immer noch ist. Mir geht es auch so. Und man muss auch ehrlich... Mit dem Wort noch... Ja, und man muss natürlich auch sehen, dass es trotzdem Deutschland im Großen und Ganzen noch gut geht, weil natürlich dieser Tankerwirtschaft noch fährt. Ja, aber ein Tanker braucht einen langen Bremsweg und dann genau, steht er das trotzdem ist, still. Und ganz genau, ich bringe auch immer dieses Beispiel. Es ist schön, dass Sie das auch so sehen. Ich sage immer, die deutsche Wirtschaft ist wie ein Riesentanker. Jetzt wird sie ausgebremst. Das Problem ist aber, wenn sie einmal steht,
dann kriegst du den Tanker nicht mehr so schnell los. Das heißt, der fährt jetzt langsam runter und jetzt müssen wir eigentlich wieder nachschieben, wirtschaftspolitisch nachschieben. Und das, wir tun eigentlich das Gegenteil. Ich meine, der Lindner hat sich das ja so schön gerechnet und die Grünen, dass jetzt dieser Transformationsprozess die Wirtschaft wieder richtig ankurbelt. Das Problem ist, wenn dasselbe Geld nur umverteilt wird, ist es keine Ankurbelung der Wirtschaft. Das haben wir früher Perpetuum mobile. Ja, genau. Also eine Ankurbelung kriege ich nur, wenn ich irgendwo was Gutes erfinde und der Rest der Welt es mir abkauft und ich im Grunde damit das eigene Land voranbringe. Aber und nicht, das ist wie wenn ich unseren Leuten das Geld wegnehme. Ja? Ja. Wenn ich den eigenen Leuten das Geld wegnehme, um es dem Rest der Welt zu verteilen oder nur in eine andere Form in Deutschland zu gießen, dann entsteht da nichts. Fehlt uns da nicht eine Portion Realismus? Und das kommt mir immer so vor wie Weihnachten. Ich schreibe mal da einen Wunschzettel auf und wenn ich es nicht kriege, weine ich. Und dann nimmt man einen Kredit auf und bezahlt damit das Geschenk. Ehrlicherweise, ich glaube, das ist eigentlich das Kernproblem unserer Zeit. Das Sie jetzt gerade gesagt haben. Träumerei. Genauso ist es. Dass, im normalen Alltag wissen die Leute es eigentlich schon. Die müssen ja auch mit ihrem Geld auskommen. Aber auf der politischen Ebene durch zu viele, ja, auch manche Talkshows, die den Ernst der Lage nicht so richtig kommunizieren, wo immer nur heißt, doch Schuldenbremse aufheben und noch mehr Geld und noch mehr Geld und dann müssen wir noch mal die ganzen, die noch mal mehr Steuer erhöhen. Ja, es wird immer als so einfacher Weg angekündigt. Und die Reichen haben auch noch genau, genug. Die paar Milliardäre, die enteignen wir einmal, ja, und nächstes Jahr ist nichts mehr da. Also sind diese langfristigen Wirkungen werden auf der politischen Ebene meiner Ansicht nach nicht ernsthaft diskutiert. Und die Leute sind doch nicht blöd. Also dieses, wenn man das, und man muss es natürlich immer wieder kommunizieren und ehrlich sein, schauen Sie sich die Wiedervereinigung an. Es war eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, ein unglaublicher Kraftakt. 8 Monate. Man muss sich das mal vorstellen, was wir da geschafft haben. 8 Monate. Und es wurde damals durch einen seriösen, sicherlich nicht so beliebten CSU-Finanzminister Weigel, wie gelöst durch 3 Dinge. Er hat gesagt, es muss Steuererhöhung, es muss mehr Schulden und es muss sparen. Er hat gesagt, wenn ich so eine Herausforderung habe, muss ich sie irgendwie lösen. Mit allem, was es geht, alle Wege, alle müssen ein bisschen mithelfen. Und es hat funktioniert. Wissen Sie, stellen Sie sich das mal bei so einer Aktion, so wie wir uns im Moment verhalten, so eine Herausforderung an. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Geht nicht. Völlig unfähig. Geht nicht, also, weil die Leute den Ernst ja nicht begreifen. Bei der Wiedervereinigung haben sie gesehen, die kaputten Straßen und das ganze marode Wohnungswesen. Und außerdem wollten es alle, die Einheit. Aber jetzt ich sag frage Ihnen ich mich, was wollen diese Leute eigentlich, wenn sie AfD wählen? Welche Republik ist denn welche eigentlich wollen gewollt? Sie genau? Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich war in der Schulklasse, ich möchte sagen, in einer Realschule in Gräfen, bei mir im Wahlkreis in der Fränkischen Schweiz. Ich hatte 2 so schwere Abende hinter mir, wo einmal ein Drittel und einmal die Hälfte wahrscheinlich AfD-Wähler sind, wo ich mir echt Sorgen gemacht habe, nachts schlecht geschlafen. Und dann, ich weiß noch, ich bin zu meinem Mitarbeiter, die hat mich begleitet bei der Schulklasse und hat gesagt, oh Gott, heute, wenn das so weitergeht, also es zieht einen ja auch runter, wenn du merkst, da kommt so viel Hass, da kommt so viel, ne, auch fehlendes Verständnis manchmal für politische Kompromisse. Und Argumente nützen gar nichts. Nein, dann sie prallen da teilweise auch manchmal ab. Und vor allem, sie machen sich Sorgen, dass man eigentlich nicht mehr erkennt, wer zwar für sie, aber gleichzeitig für Stabilität irgendwo ist, dass man das schon gar nicht mehr sieht. Dass man offensichtlich glaubt, nur Revolution ist gut. Revolution ist immer, also die Ziele sind ja oft gut, aber Revolution durchzuführen hat ja nicht umsonst in der Geschichte oft in ganz schrecklichen Chaos geendet. Ja? Ich sage nur Frankreich. Und danach hatte ich eine Schulklasse, eben die 10. Klasse, Realschule. Und ich kann Ihnen sagen, diese Schulklasse hat mir wirklich richtig Hoffnung und Mut gemacht. Das waren junge Leute mit einfach bodenständig gesunden Menschenverstand. Und du konntest offen mit denen reden. Und der Witz war, die wussten, was geht und was nicht geht. Und wenn du mit denen geredet hast, was macht ihr zu Hause, dann haben die das auch verstanden, auch für die Politik. Die Jungen sind nicht blöd. Sie werden manchmal von Visionen gekapert und fallen vielleicht manchmal schnell drauf rein. Aber wenn du mit ihnen sprichst, das sind, und was ich am beeindruckendsten fand, schön? Ich will Ihnen dieses Beispiel, lassen Sie mich das kurz noch erzählen.
Es ist ja immer viele, die sagen, dieses allgemeine Dienstpflicht dieses Jahr oder Wehrpflicht, das will man nicht mehr, das ist zu teuer für die Bundeswehr und das ist ein verschenktes Jahr für die Wirtschaft und es ist, ja, und die Jungen wollen es sowieso nicht. Ich habe dann halt mal gedacht, na, was wollt denn ihr? Und ich konnte nicht glauben, dass in dieser Schulklasse alle Hände, also ja, vielleicht hat einer die Hand versteckt, aber alles, was ich gesehen habe, haben die Hände nach oben und waren für dieses eine Pflicht. Und zwar einige vielleicht Bundeswehr, weil sie plötzlich Angst haben durch die weltpolitische Lage. Ja. Plötzlich kommt so eine Angst, also können wir uns selbst dafür verteidigen? Dass wir sowas machen. Ich konnte es ehrlicherweise nicht glauben. Ja. Manche waren dafür, haben gesagt, man kann ja auch Zivi machen. Ja, ist ja egal. Der eine, der hat Haschisch, der hat, habe ich auch gedacht, ganz linke, aber der war auch dafür und hat gesagt, ich würde halt Zivi machen. Dann einer im Hinten hat gesagt, ich würde halt 8 Jahre THW machen. Also ich habe gespürt, dass die jungen Leute eigentlich, wenn man ihnen eine Aufgabe gibt und mit ihnen ehrlich redet und sie mit in die Verantwortung nimmt, dass sie durchaus bereit sind, ja, auch was für die Gesellschaft zu tun. Das ist unsere ja. Zukunft. Und wirklich ja. wahr. Ich sag das Ihnen, wollen wir eigentlich mehr. Das habe ich mir auch gedacht. Nicht? Und ich bedanke mich, dass Sie hier waren und endlich mal auf den Tisch gehauen haben und das so gesagt haben, wie es ist. Und wir noch dabei lachen können, ja. weil wir in einem wunderbaren Land leben. Ja? So ist es. Das soll auch so bleiben. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Dr. Silke Launert, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder. Nächste Woche Montag, 2015, aus dem Bundestag auf TV Berlin. Wie jeden Monat, jeden Montag auch, 2015. Dabei bleibt's und tschüss.